kundennah, serviceorientiert, kostengünstig und sauber. Das Taxi- und Mietwagenunternehmen Citycar in Worms hat frühzeitig umgedacht und befördert seine Kunden mit Erdgas im Tank wirtschaftlich effizient und umweltbewusst. Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Mittlerweile sind 10 der 11 Fahrzeuge mit einem Erdgasantrieb ausgestattet. Weil jedes Fahrzeug der Flotte im Rahmen normaler Einsätze, bei Flughafentransfers und im Zuge von Krankentransporten im Schnitt 15.000 Kilometer pro Monat zurücklegt, kam eine andere alternative Antriebsform nicht in Frage. Elektromobilität ist wahrscheinlich ein Problem mit den Batterien. Ich weiß nicht, ob die Batterien diese Leistungsstärke haben, die wir brauchen. Wir können zum Beispiel kein Auto stundenlang abstellen, um den Wagen laden zu lassen. Flüssiggas haben uns jetzt verschiedene Meister unserer Partnerfirmen, wo wir unsere Autos warten lassen, abgeraten, weil die Belastung für die Autos, wir fahren ja so viel Kilometer in einem Monat wie der Normalbürger in einem Jahr, dass die Wagen das möglicherweise nicht durchhalten. Wirtschaftlich interessant ist der ausgereifte und sichere Erdgasantrieb, vor allem aufgrund der wesentlich geringeren Treibstoffkosten. Rund ein Drittel kann im Vergleich zu Dieselfahrzeugen eingespart werden. Langfristige Planungssicherheit ist gegeben. Die Mineralölsteuer ist bis 2018 festgeschrieben. Die Erdgaspreise an den Tankstellen machen nicht diese Sprünge. Ich weiß also, dass ich im Moment für 99 Cent das Kilo tanken kann. Und das ist schon seit anderthalb oder zwei Jahren jetzt der Fall und wird auch wohl noch eine Weile bleiben. Neben den finanziellen Vorteilen für das Unternehmen und der geringen Umweltbelastung spüren vor allem die Kunden von Citycar die Vorzüge des günstigen Kraftstoffs. Der Kunde sieht nur, dass wir 1,60 Euro den Kilometer nehmen. Unsere Kollegen vom Taxigewerbe nehmen 1,80 Euro den Kilometer. Also wir sind 20 Cent günstiger und können das dadurch überhaupt erst finanzieren. Auch die Mitarbeiter profitieren finanziell. Die größtenteils sozialversicherungspflichtig Angestellten beziehen bereits heute den geforderten Mindestlohn, was in der Branche nicht üblich ist. Das können wir nur durch Erdgas bezahlen, das wissen unsere Mitarbeiter und die sehen schlicht und einfach an der Tankstelle Diesel 1,39, 1,45, in der Spitze vor zwei Jahren 1,50. Die wissen das selber. Also viele Mitarbeiter fangen mittlerweile an umzudenken und sich privat auch ein Erdgasfahrzeug zuzulegen. Ein positiver Nebeneffekt des sauberen Erdgasantriebs ist auch das hohe Ansehen, das Citycar bei seinen Kunden genießt. Der Faktor der Mobilität, der ökologischen Mobilität, sorgt eigentlich auch dafür, dass viele Kunden, die wirklich mit Naturschutz, Umweltschutz und so weiter zu tun haben und auch sich da engagieren, eigentlich uns ganz bewusst auswählen, wenn sie denn Taxi oder Mietwagen fahren, dass sie mit uns fahren. Im kommenden Jahr ist die Anschaffung von 3 weiteren erdgasbetriebenen Mietwagen geplant. So können die Fahrtkosten weiterhin günstig gehalten werden. Und das bei einer Umweltbilanz mit 95% weniger Schadstoffausstoß. Der ökologische Vorteil ist natürlich dann nicht zu vergessen. Und wenn man da was ändern kann, zu dem es dann noch Vorteile bringt finanziell, wäre man ja eigentlich falsch gepolt, wenn man das nicht tun würde.